Hallo, hallo. Willkommen auf dem Kanal von Lucania Bell. Ich bin Ute und nehme dich heute mit zu einem Flip-Through. Und zwar dies Witch's Herbs, also Hexenkräuter oder Bad Betty. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Ganz so gruselig ist es nicht. Es wird überhaupt nicht gruselig. Also keine Angst. Keine Angst. Es hat auch nicht unbedingt jetzt Halloween-Charakter, falls du das jetzt befürchtest oder so, sondern das ist wirklich ein Hexenkräuterbuch. Mehr ist es nicht. Ein Hexenkräuterbuch. Allerdings ist diese Hexe so ein bisschen in die dunkle Richtung unterwegs. Ja, ein wenig. Deswegen auch Bad Betty. Ich habe hier verwendet Papiere, Designpapiere aus dem Shop Papier und Feder, und zwar Betty 2 und aus dem diesjährigen Halloween-Papier einiges. Und die von mir selbst designtes teilweise und so ein bisschen was aus meinem digitalen Fundus. Ja, so. Das Ganze hat zwei Signaturen, was du gerade, glaube ich, gar nicht erkennen kannst, wegen dem ganzen Gepuschel hier. Das Cover ist wie immer aus Versandkartonagen mit krumpeligem Seidenpapier beklebt und so ein bisschen Gilding Wax. Hier sind so ein paar Stanzteile, dann auch wieder mit meinem Lieblings-Konturliner-Teilchen. Hier ist so ein bisschen Spitze dran, Buchecken sind dran gekommen und Und dann ist auch so ein bisschen Gebamsel, wie du siehst, so ein paar magische Rollen, Schriftrollen und Wollen wir mal reinschauen. Ja. Da habe ich so ein bisschen mit der, kann man das überhaupt erkennen? Das ist, also wenn du, ne, man fühlt es, klar, Crackle Paste, aber wenn du das so siehst, dann sieht das so ein bisschen aus wie so ein verwunschener, dunkler Wald, so ein bisschen, ne? So dieser verbrannte Wald aus diesen ganzen Fantasy-Filmen, so ein bisschen wirkt das so, ein wenig. Ja, dann auch wieder hier so teilweise mit meiner Lieblings Spitzenband ist es ja nicht. Das ist ja so ein Dekoband, sagen wir es so. Dekoband. Hm? Ja, dann geht es auch hier los. Hat sie hier, die Hexe hat hier irgendwas angepinnt. Irgendwelche Kräuter. Hier ist dann auch schon der erste Brief mit so okkulten Gegenständen und schönen Pilzen. Naja, schön sehen sie aus. Essen wollen würde ich sie nicht unbedingt. Dafür sind die mir etwas zu bunt und auch zu unbekannt. Und hier ist dann auch so eine magische Tafel mit irgendwelchen Ritualen. War da nicht? Nee, war da nicht. War da nicht so ein Gebamsel? Nö. Oder ist mir einer hier? Ah, da ist er. Ich wollte das sagen, da war doch auch so ein Gebamsel. Oder sind so kleine Schriftrollen, die einfach nur hier so rangetüdelt sind. Ja, einfach nur so einmal hier so rauszuppeln. Dann kann man das nämlich aufmachen. Und dann kann man hier so magische Schriftrollen. Sind das auch irgendwelche Zaubersprüche bestimmt drauf? Oder Rezepte für irgendwelche Tinkturen? So. Dann geht es hier weiter, so ein bisschen Knisterpapier. Ist vielleicht ein Stück höher. So. Ja, hier habe ich Betty und Halloween zusammengebracht. Das Ganze ist zur Tasche vernäht worden und auch richtig schön stabil, weil ich das nämlich mit Artwatch so richtig einbalsamiert habe. Hier hängt dann auch wieder so eine Schriftrolle dran. Die braucht man einfach nur hier einmal an der Nadel öffnen. Ich
So, magische Symbole. Die Schlaufe durch. Und dann kann man das wieder hier einhängen. So, hier ist natürlich auch was drin. Ein Rezept, irgendwas mit magischen Kräutern, ein alter Brief. Dann hier ein kleiner Notizblock mit den schönen Pilzen. Ich stehe total auf Pilze, ich weiß auch nicht warum. Aber ich finde Pilze in allen, ne, ob bestanzt, ob gemalt, also ich finde Pilze einfach toll. Ja, hier ist so irgendein Ritual wird da vollführt mit Feuer. Vielleicht Feuermagie, ich weiß es nicht. Bin da nicht so schlüssig. Da sind nochmal so Geheimschriften oder so Zaubersprüche. Auch wieder Stanzteile und wieder Pilze, natürlich. Und Tinkturen dürfen ja nicht fehlen. Ja, da auch wieder so Kritzeleien mit irgendwelchen dunklen Zaubern. Na, die Thekla, die Haus-Thekla sozusagen. Oh, Leute, ich habe gestern das erste Mal eine Nosferatu-Spinne, diese neue Spinnenart, die sich bei uns hier gerade invasiv ausbreitet. Puh, sag ich da nur. Also, mein lieber Scholli, sag ich da nur. Also, da standen meine Nackenhaare aber so hoch. Puh. Und da haben wir dann auch nochmal hier aus so einem Mittelalterbuch irgendwelche Geheimschriften. Und die Karten, da habe ich ja im Video, habe ich ja diese Karten gemacht hier mit dem Farbsprays. Und diesmal ist auch relativ viel Platz zum Schreiben hier drin, weil, ne, vielleicht muss man noch irgendwelche Rezepte von Tinkturen hier aufschreiben. Wer weiß, was die neue Besitzerin, der neue Besitzer damit so vorhat. Von daher, da hängt wieder was dran. Da ist dann die Mondphasen. Schöne Pilzpapier. Auch hier wieder Pilze. Da sind dann auch wieder ganz viele Kräutertinkturen. Ein schönes Nest. Und die Motte darf natürlich nicht fehlen. Und der Rabe gehört natürlich auch dazu. Den kann man auch aufblättern. Da ist dann nochmal so eine Rabenkarte mit Tinkturen und den Rezepten passend da drauf. Ja. Wieder, ne? Bisschen von diesem Dekoband. Auch hier wieder Kräuter. Ja, der Totenschädel, ne? Wenn Bad Betty natürlich auch der dunklen Seite zugewandt ist, dann darf sowas natürlich nicht fehlen. Auch hier wieder ganz viele magische Dinge aufgeschrieben, aufgemalt. Da ist dann nochmal so ein kleiner Block. Einfach nur für Notizen, ne? Die Rückseiten so ein bisschen Linien angedeutet. Rabe gestempelt, auch da der Rabe gestempelt. Hier ist dann nochmal so eine Karte. Und immer wieder Flaschen, Tinkturen, ich liebe es einfach, diese Flaschen, ob gestempelt oder ausgeschnitten, ich finde einfach so kleine, ja, ich mag das einfach sehr gerne. Hier ist dann auch eine gestempelte und ausgeschnittene Totenkopfmotte. Auch wieder dieses schöne Papier aus Betty 2. Und zwischendurch immer mal wieder so ein paar Stanzteile. Ein bisschen Verbandmull und ja, hier so ein Anhänger,
ein Pilz. Und da auch wieder die Pilze. Was soll ich sagen? Ich liebe einfach Pilze. Und generell ist mir aufgefallen, als ich das jetzt auch gemacht habe hier, also ich stehe total auf diese Nature-Teile. Ist mir mal so bewusst geworden, dass ich das richtig, richtig, also es bereitet mir, also klar, ich habe immer Spaß und Freude an meinen Dingen, die ich so zusammenwerke. Aber hier bei solchen Dingen muss ich einfach sagen, also ja, bin halt immer selber schwer verliebt da drin, ne? Gerade in diesen Natur, also ne, alles, was so mit Gräsern, Pflanzen, Blättern und so weiter ist, also oder ne, so Insekten und so, wenn ich das zusammenfassen kann, so als Entdecker-Journal oder hier halt jetzt als Kräuterhexe, Bad-Kräuterhexe, ich liebe das einfach. Da ist dann nochmal eine Tasche. Da sind dann auch wieder so ein paar Kräuter, Rezepte, Tinkturen. Ja, hier ist so ein Lesezeichen, was ich gemacht habe. Ich habe so ganz tolles digitales Papier, was sich so anbietet, das so in Streifen auszuschneiden und da halb Lesezeichen draus zu machen. Ne? Dann habe ich das doppelt zusammengeklebt und auch mit Artputsch richtig schön so. Kann man gerade gar nicht, glaube ich, sehen. Ne? Doch so. Das ist versiegelt und dann halt mit diesem Dekoband. Hier oben ist dann nochmal so ein Pentagramm dran, was im Übrigen, ne, das ist kein Teufelssymbol, nein, das ist ein Schutzsymbol, schon immer gewesen, das Pentagramm. Dann sind hier unten meine Glückszahlen dran gekommen, das ist einmal die 7 und die 13, ja, das sind meine Glückszahlen, schon immer gewesen. Also das ist einfach, das bietet sich echt an für Lesezeichen, ja, und deswegen ist auch eins hier reingekommen. Das ist so ein bisschen Verpackungspapier im Übrigen gewesen von Papier und Feder. Damit bekommt man dann, wenn man da Ware bestellt, bekommt man das damit eingepackt. Ich glaube, das ist eine alte Zeitung oder irgendwie so. Ne? Also auf dem Papier gedruckt. Und dann hier nochmal magische Tinkturen mit dem Schädel. Da ist dann auch nochmal so ein Stanzteil drunter. Mal so eine Karte. Hier ist dann mal hiermit einfach nur gestempelt, so ein, ne, für weitere Rezepte, Zaubersprüche, Rituale, wie auch immer. Auch noch mal so eine Karte. Die habe ich auch schon so Ewigkeiten. Jetzt fiel es mir ein bei diesem hier, dass ich die auch hier eigentlich mal mit reinpacken könnte, weil ich den mit anderen schon immer wieder vergessen hatte. Wieder der Rabe. Im Übrigen auch eins meiner Lieblingstiere, der Rabe. Auch wieder Pilze. Ja, ich weiß, die Frau quasselt wieder. Ja. Ich mache ja schon weiter. Und hier ist die andere Seite von dieser Pocket. Oh, da ist ja dieses Haunted House, wie man so schön sagt. Da sind dann auch noch mal so Kräuter drin. Ist das eine Karte oder ist das? Ich weiß es gerade gar nicht. Ah, nee, das kann man auch machen. Oh, okay. So. Und passend, bestimmt, ja. Passenden Rezepte dazu. Oder Zaubersprüche? Ich weiß es nicht. Das kommt wieder da rein. Da wieder Knisterpapier. Auch nochmal hier das Dekoband dazwischen. Und ansonsten viel Platz gelassen zum Schreiben, ein bisschen gestempelt zwischendurch mal oder hier so Schablone, ich weiß gar nicht, ob man das sieht, so ganz dezent die Spinnweben aufschabloniert. Ein bisschen Vellum von dem Seifenblasen-Vellum-Papier, was ich ja gemacht hatte im
im Sommer, war das im Sommer oder im Frühjahr, als wir das gemacht haben mit der Naturjournal Challenge. Dann hier auch so, also tolle Färbung ist das geworden. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gemacht habe. Aber es ist ein tolles Ergebnis geworden. Nochmal die Thekla. Da wieder ein paar Schädel. Hier auch nochmal so ein bisschen ausgestanzt. Heißklebefäden drin. Immer wieder Pilze. Ja, ist diesmal schon etwas anders, wie ich sonst werke, ne? Aber ich finde, es passt so auch gut, ne? Ich finde, hier hätte jetzt nicht so viel mit Pop-up oder Flip-Flap gepasst, sondern ja, für halt der Kräuterhexe passend. Zum Schreiben, wieder eine von den dunklen Motten. Dann noch mal so ein paar Zaubersprüche im Büchlein. Und hier wieder Pilze. Da ist dann auch noch mal Rezepte für Tinkturen. Und das ist die Hexe persönlich, hat sie sich verewigt. Hier ist dann wieder eine Pocket. Ist da nichts drin? Doch, da ist was drin. Noch mal so eine Seite Edith Holden. Stech, Ginster und Ahornstab. Giftige Pflanzen, so viel ich weiß. Da ist dann auch noch mal so eine magische Schriftrolle. Auch eine ganz tolle Seite hier aus dem diesjährigen Halloween-Papier. Wieder Rezepte für Tinkturen. Vielleicht ja auch ein Liebeszauber dabei oder ein Vielsafttrank. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Noch mal so eine magische Tafel. Das ist auch eine sehr coole Seite. Hier habe ich dann noch mal die Thekla, die hier gerade so an dem Faden hochkrabbelt oder runter. Eine schöne Motte. Und wieder Pilze, ja natürlich. Und irgendwelche Tinkturen. Und jede Menge Platz zum Schreiben. Hier klebt auch nochmal was. Ne? Magische Tafel und dann hier nochmal so eine kleines Notizzettelchen. Noch mal eine magische Tafel. Ja, ich sag ja, diese Betty möchte doch so ein bisschen auch anders sein wie andere. Und dann haben wir hier, ich habe so ein Hexenbuch und da ist so eine Seite raus. Hexen im klassischen Altertum. Wie teilweise dargestellt worden sind von den Künstlern oder von den Philosophen. Ja, die Geschichten dazu oder ne, wirkliche Fakten, also was wirklich passiert ist, warum, wieso, weshalb und so weiter. Also das Buch ist wirklich mega interessant. Das ist halt eine Seite daraus. Ja, und hier dann auch wieder ganz viel Tinkturen, habe ich dann ein Bellyband draus gemacht. Und da sind dann, was ist hier drin? Ich weiß gerade gar nicht, was habe ich hier reingetan. Achso, Siegel habe ich hier reingetan. Magische Siegel. Und da auch nochmal so ein paar Siegel. Ja, wenn die Hexe natürlich Post schreibt, dann hat sie ja immer ihre Siegel irgendwie da drunter, ne? Ja, da ist dann der Coven kommt zusammen, der Hexenzirkel. Ja. Na,
Eule. Oh, Eule. Ja, ich weiß, die ist schon fast zu niedlich für dieses Buch. Ich weiß, aber jetzt klebt sie halt da drin. Nochmal so eine Tinktur hier unten. Auch nochmal hier so ein, mit Ritualen und Rezepten. Hier so wie so eine Art Specimen-Card. Ja, das ist schon. Nee, das ist kein Vellum, das ist hier normale bedruckte Folie. Also bedruckbare Folie. Da ist dann nochmal so ein Brief, ne, der mit Fotoecken nur fest ist. Das kann man auch so machen. Das glaube ich nur. Ein bisschen gefärbt und schabloniert. Ich finde das Papier. Ja, ich mag halt Pilze. Habe ich das schon mal erwähnt? Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Pilze mag? Falls du das noch nicht weißt, ne? Ich mag Pilze. Also essen auch, ja. Nicht alle, aber auch. Aber ich mag Pilze gerne hier so auf Papieren, auf dem Druck malen und so. Ja, auch nochmal meinen Vellum. Ja, und ganz zum Schluss kommt hier dann nochmal ein Kürbis. Und das ist nicht irgendein Kürbis, sondern da ist eine versteckte Nachricht. Kannst du da drunter packen oder. Das ist von mir selbst designt. Da wird es demnächst mal ein extra Video zu geben. Ja, da ist dann nochmal so eine Karte, so eine Orakelkarte. Und auch hier ist dann wieder mit dieser Crackle Paste so ein bisschen ja, düstere Stimmung gemacht, sozusagen. Ja, hier hinten nochmal das Pentagramm. Und ja, das war meine dunkle Betty. Ja, nicht ganz so schlimm, sondern ja, halt so ein bisschen düsterer. Nicht unbedingt so die grüne Hexe, sondern eher die dunkle Hexe. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass mir gerne einen Kommentar da. Und ja, wie gesagt, zu dem Kürbis. Ich habe nämlich da gerade, jetzt bin ich hier denn so. Ich habe nämlich gerade hier ganz viele Sachen, die es demnächst, aber da bin ich noch nicht ganz so weit. Hier so ein paar Tinkturen in meinen viktorianischen Täschchen oder hier der große Kürbis. Aber wie gesagt, ne, da gibt es dann auch das Papier von mir bei Kofi und aber da kommt dann noch mal ein extra Video zu, zum Beispiel. Ja gut. Heute ging es aber nur ums Flip-Through. Wie gesagt, lass mir gerne einen Kommentar da. Und wenn du magst, wenn du Lust hast, hören und sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, tschö mit Öl.